wir nämlich das als Brücke benutzen können. Na? Genau so ist es. Das können wir gleich dadurch. So. Ah, ist da unten irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Wow. Okay, jetzt müssen wir wieder dahin rennen und rennen, rennen, rennen. Wir laufen um unser Leben. Die Horde rennt. Okay, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber naja. So, wo sind wir jetzt? Also das erinnert mich jetzt definitiv an eine Art Irrgarten. Das sind die Pokémon mit den Losungen. Wetten? Wenn man diesen Anstieg nimmt und die Steine überwindet, gelangt man zu einem Hebel, mit dem ein geheimer Durchgang öffnet. Lassen soll. Ah. So heißt es zumindest. Ich bin beim Versuch, den Hebel zu erreichen, gescheitert. Die Steine unter deinen Füßen stürzen nämlich in die Tiefe. Was? Die Steine stürzen in die Tiefe hinab. Oh ja, nett, dass du uns vorwarnst. Oh nö. Ha! Was war das denn? Man kann da runter. Okay. Wo sind wir jetzt? Achso. Hoppla. Okay, vielleicht sollten wir hier mal langsam laufen. Nur so, um sicher zu gehen, da oben nicht runterzufallen. Was mir ja gerade passiert ist. Wow, na komm schon. So, geht doch. Los, Pikachu, du schaffst das. Und nein, das war jetzt total unnötig. Aber naja. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht da runterfallen, nicht da. Ich will mal rüber gucken. Wow, das sieht tief aus. Okay. Oh, cool. Und diese Steine stürzen jetzt ab, oder was ist jetzt damit? Tun sie doch gar nicht. Naja, ich gehe lieber vorsichtig. Keine große Lust, hier irgendwo runterzufallen. Ah! Was war das denn jetzt? Ja, okay. Warte, ist jetzt der Stein? Ja, die Steine sind runtergefallen. Okay. Also geht es doch auf... Oh, es geht doch auf Zeit. Shit. Ich dachte vielleicht, die Steine sind so nett und bleiben an ihrem Platz, damit wir langsam und gemächlich darüber gehen können. Aber nein, nein. So gastfreundlich sind die ja hier nicht zu uns. Ach, ist doch scheiße. Na ja, gut, okay. Ja, das hatten wir gerade schon mal. Also jetzt müssen wir ein kleines bisschen schneller sein. Na, komm Pikachu, komm, du schaffst es. Und yeah! Wir haben es tatsächlich geschafft. Beim zweiten Anlauf. Ah. Okay, da können wir jetzt anscheinend durch. Oh, cool. Wow. Okay. Und yeah. Halt. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier durch? Ja, ich glaube schon. Und jetzt ist der Durchgang. Genau, der Durchgang ist jetzt hier. Oh yeah. So, aber wo jetzt hin? Ah. Und der hütet bestimmt eine von diesen Losungen oder sowas. Das ist doch Pyrygon Z, oder? Ah, okay. Du hast es also bis in diese Kammer geschafft. Ich schaue ab und an hier vorbei. Weshalb? Nun, wer wie ich stets auf von Freunden umgeben ist, neigt dazu zu vergessen, wie jammervoll und trostlos die Einsamkeit und wie vergnüglich und freudevoll die Gesellschaft von Freunden ist. Um mir dies zu vergegenwärtigen, suche ich bei Zeiten diesen abgeschiedenen Ort auf. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Du willst die Losung wissen, sagst du. Nun gut, wenn du meine Frage richtig beantwortest, erfährst du sie. Lass uns mit dem Ratspiel gewinnen. Oh, wir beginnen.
Ratespiele. Na gut, okay. Worauf warten wir noch? Kommen wir zur ersten Frage. Wer hat dir aufgetragen, die drei Losungen zusammenzutragen? Das war natürlich die Beldra. Stimmt, ha, genau. Lassen wir auf Frage 1 noch gleich die Nummer 2 folgen. Wer hat am Treffpunkt das Tor zur Steinzone bewacht? Das ist Pion Skora gewesen. Stimmt, ha, genau. Wow, wie toll er sich immer drehen kann, ne? Den Abschluss bildet die dritte Frage. Wem zufolge darf ich in der Grünzone nicht gespielt werden? What? Wem zufolge darf in der Grünzone... Achso, nicht gespielt werden. Lisa Flor. Stimmt, ha, genau. Junge, beruhig dich wieder. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Dann werde ich deinem Wortschatz nun das Losungswort hinzufügen. Es lautet Liebe. Oh, die Liebe. Nun können auch wir beide Freunde sein. Okay, merkt euch das Wort. Losung Liebe erfahren. Okay. Beruhigung Z ist jetzt dein Freund. Gut. Also das haben wir schon mal. Das ist das erste Losungswort. Und dafür müssen wir jetzt noch zwei weitere finden. So, gehen wir mal hier wieder zurück. Weil ich mir eigentlich sicher bin, dass es hier dann noch irgendwo weitergeht. Ja, genau, da hinten sehe ich da schon so eine Sprechblase. Bronze. Die Erbauer dieser Städte kannten einen Weg, ihre Herzen mit dem unseren zu verbinden. Mittels dieser Kraft gelangte es ihnen, unsere Unterstützung zu gewinnen und gemeinsam mit uns den Himmelsgarten zu erbauen. Gehe voran, um noch mehr zu erfahren. Aber zunächst möchte ich wissen, ob du wenigstens eine Losung in Erfahrung bringen konntest. Ja, klar. Ha, genau, du hast mir die korrekte Losung genannt. Lass uns Freunde sein. Steige die Pyramide hinauf und finde die zweite Losung heraus. Ach, Bronzel ist jetzt dein Freund, okay. Oh, Elevoltec. Oh, mussten wir nicht gegen den kämpfen? In der Magmazone, so heißt es, seist du im Namen Gelber Blitz bekannt. Findest du nicht auch, dass dieser Name mir viel eher zusteht als dir? Oh, kämpfen. Obwohl, wie gesagt, unsere Statuswerte sind ja auf den höchsten Punkten, außer der Nonnerblitz. Also sollten wir das schaffen. Obwohl ich, wie gesagt, den... Macht man das denn? Ha! Ha! Ich hab ihn! Yeah! Ich hab den Eisenschweif benutzt und ich hab's sogar hingekriegt. Wow. Es war atemberaubend. Der Angriff in Touch, schnell und präzise, wie ein Blitz. Ich werde aufbrechen und einige Trainingseinheiten absolvieren. Bla bla bla. Lass uns mal kämpfen, falls wir uns wieder begegnen sollen. Elevoltec ist jetzt sein Freund. Wow. Schade, ich dachte, von dem kriegen wir auch wieder eine Losung. Was hat uns das jetzt gebracht? Was ist das? Achso, das geht ja nicht. Ah, okay. Oh, wow. Achso, jetzt können wir da durch, okay. So. Dam, 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 dam. Es geht weiter. Ach genau, jetzt können wir... Ja, genau, ich weiß schon. Halt! Nicht da runterfallen. Das wäre schlecht. In die Gondel steigen. Ja, in die Gondel steigen. Oh, wie süß. Jetzt fahren wir darüber. Togekiss. Das ist die zweite Losung für uns. Du hast es aber weit geschafft. Hihihi. Begibst du dich um unsere... Um unser aller oder bloß um deiner selbst willen in den Himmelsgarten? Wie dem auch sei, solltest du meine Turnübung meistern, dann verrate ich dir die Losung. Magst du dich an der Turnübung versuchen? Als ob ich eine Wahl hätte, ne? Oh nein! Oh, das sieht verdammt schwierig aus. Gut, dann fangen wir gleich an. Oh. Ich sollte lieber langsam gehen. Okay. Das ist schwieriger, als es aussieht, also... Okay, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Zack.
Na komm, wir haben es gleich. Wow, wow. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Nicht übermütig werden, aber... Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Oh. Mein Glückwunsch. Du nimmst also sowohl um deiner selbst willen, als auch zum Wohl aller hier Kurs auf den Himmelsgarten, stimmt's? Wie versprochen werde ich dir nun die Losung verraten. Sie lautet Frieden. Wenn du den Frieden genauso liebst wie ich, dann sollten wir Freunde werden. Hüter der dritten und letzten Losung ist übrigens Relaxo in der Höhle. Was? Nee, oder? Oh, nein. Jetzt dürfen wir erst zur Höhlenzone latschen, da Relaxo fragen und dann müssen wir wieder hierhin zurückkommen. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Oh, nein. Okay, tief Luft holen. Okay, geht schon wieder. Also, auf in die Höhlenzone, Leute. Wir machen das ja so gerne. Wir laufen ja überall hin und wir haben ja sowieso keine Wahl. Also, auf in die Höhlenzone. Nichts lieber als das. Und okay, ich habe mich wieder eingekriegt. Und das kotzt mich echt an. Zum Glück kann man da nicht runterfahren. Das hätten wir jetzt schon noch ein Problem gehabt. Naja. Also auf zum... Da, wir werden jetzt auf jeden Fall mit dem Driftzeppeli-Ding fahren. Weil ich absolut keine Lust habe, den ganzen Weg jetzt zu latschen. Preisnachlass. Preisnachlass? Cool, das ist unser Freund. Yeah, jetzt müssen wir nur noch 10 Beeren bezahlen. Ist ja cool. Ah, wir möchten gerne in die Höhlenzone. Auf zu Relaxo. It's so sweet. Oh. Gymnastikübungen. Da, ich höre ihn doch schon. Halt. Wie kommen wir da runter? Ah! Nein, nein. So. Funpi, Funpi! Oh, wie süß. Da geht's nach unten. Okay. Oh. Was will die von uns? Schön, dass ich dich wiedersehe. Ich möchte dir etwas sagen. Vielen, vielen Dank. Puh, endlich konnte ich mich bei dir bedanken. Durch dich hat sich die Höhlenzone sehr zum Positiven gewandt. Und dein Lächeln ist einfach hinreißend. Komm doch mal wieder vorbei. Oh, cool. Flunkyfer ist jetzt dein Freund. So. Also ich finde die Musik finde ich hier einfach nur cool. Wie bitte? Die Losung? Mit anderen Worten, du hast es bis in die Steinzone geschafft. Hihihi. Du hast mich sicher für sehr dekadent gehalten. Dekadent. Ach, was weiß ich, wie man das ausspricht. Ist mir auch shit egal, du scheiß Wort. Lass mich in Ruhe. Wo waren wir? Ach ja. Da du mich fast immer schlafend getroffen hast. Nicht? Ich habe dich jedoch lediglich testen wollen. Keine Panik, du hast bestanden. Du setzt dich nämlich immer nach Kräften für alle hier im Park ein. Also ich verrate dir die Losung. Sie lautet Regenbogen. Boah, toll. Jetzt haben wir Liebe, Frieden und Regenbogen. Das ist ja so... Wow. Okay. Dann gehen wir jetzt mal diese drei Losungen zu, Dingens Libellra zu bringen. Während der da unten weiter schnarcht. Warte, was läuft da?